Herzlich willkommen bei SWR Sport, die dritte Liga live mit einem Spiel, das viel verspricht. Der SV Waldhof Mannheim gegen den aktuellen Tabellenführer, den ersten FC Saarbrücken. Und ich freue mich auf einen Studiogast, der beide Trainer gut kennt. Er selber ist Lehrer und Fußballlehrer und versucht gerade selbst einen Traditionsclub, nämlich die Stuttgarter Kickers, nach oben zu bringen und war in den Schlagzeilen mit einem angeordneten Eigentor. Herzlich willkommen im Studio, Ramon Germann. Hallo, freut mich. Ich habe mir, als ich die Paarung angeschaut habe, Mannheim-Saarbrücken, habe ich so ein bisschen an gute alte Tage gedacht. Und das klingt fast so ein bisschen nach zweite Liga. Wie hört sich's für Sie an? Ja, zwei absolute Traditionsvereine, die ich selber noch gut aus den 80er Jahren kenne, wo ich selber fußballerisch sozialisiert bin. Genauso wie die Kickers waren die damals in der ersten Liga. Und hat eine kleine Delle jetzt, wie wir auch. Und jetzt sind sie ja auf einem guten Weg, wieder nach oben zu kommen. Und mit zwei Trainern, ich habe es erwähnt, Sie kennen beide, die auch einen klaren Plan haben, wo man was erwarten darf. Ja, sehr. Also ich kenne beide Trainer sehr, sehr gut. Beide Spiele oder beide Mannschaften gucke ich mir sehr gern an, weil sie wirklich auch offensiven Fußball spielen, auch versuchen, von hinten raus konstruktiv zu eröffnen. Es wird sicher ein tolles Spiel, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Dann wollen wir mal hören, was Ihr Kollege aus dem Fußballlehrerlehrgang, Patrick Glöckner, sagt am Mikrofon von Lea Wagner, kurz vorm Spiel. Lübeck, vergangenes Wochenende ist Corona-bedingt abgesagt worden. Die Mannschaft musste in Quarantäne. Kurz vor Ankunft in Lübeck, da müsste man eigentlich sagen, außer Spesen nichts gewesen. Wobei, da gab es Pizza, oder? Erzählen Sie mal. Ja gut, auf die Pizza hätten wir lieber verzichtet und hätten das Spiel angenommen, weil es ist immer blöd, wenn du in der Tabelle mit Spielen hinten dran bist. Abgesehen davon eine 12-stündige Busfahrt, die ist auch nicht so angenehm. Aber man muss dann trotzdem versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und dann haben wir uns auch mal Pizza gegönnt, das stimmt, ja. Sie haben das spendiert oder wie sah das aus in Lübeck oder in der Ankunft in Mannheim? Nee, also man muss mal sagen, das hat der Verein übernommen und letztendlich geht es um Stimmung in der Mannschaft. Desto besser die Stimmung, desto besser die Leistung. Und die Jungs haben es gut akzeptiert, waren natürlich enttäuscht. Aber im Endeffekt geht es heute wieder um 3 Punkte und wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auch. Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Saarbrücken. 11-1 und vor allem große Fußballtradition. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Spiel und viel Spaß mit Ihrem Kommentator. Das ist Martin Maibücher. Ja, die Vorzeichen könnten nicht besser sein für Drittliga-Fußball. Der SV Waldhof Mannheim, so ein bisschen die Spektakelmannschaft, trifft auf die Spitzenmannschaft der dritten Liga. Und das ist der 1. FC Saarbrücken in den weißen Trikots. Hier haben wir Tobias Jänicke, viele Jahre bei Hansa Rostock gespielt, aber auch eine Identifikationsfigur geworden beim 1. FC Saarbrücken. Los geht's! Dritte Liga pur hier im SWR. Wir freuen uns wirklich auf ein spannendes, auf ein offensives Spiel. Man muss nur mal auf die Ergebnisse gucken, die der SV Waldhof Mannheim in dieser Saison schon erzielt hat. 4-4 gegen Türkgücü München, 5-2 gegen Magdeburg, 4-1 gegen Ingolstadt. Also die Mannschaft weiß, wie man offensiven Fußball spielt. Ja, und Saarbrücken, die haben mit 24 selbstgeschossenen Toren den besten Angriff der Liga. Also wir dürfen auf jeden Fall spielfreudige, offensivfreudige Mannschaften hier in Mannheim erwarten. Martinovic. Und die Situation geklärt von Anthony Barilla. Kostli. Sie haben es eben schon gesehen, die Aufstellungen unten im Crawl. Ich kann Ihnen verraten, dass Waldhof Mannheim nur einmal gewechselt hat im Vergleich zur letzten Partie. Benedikt dos Santos im zentralen Mittelfeld neben Max Christiansen neu dabei.
Dafür Hamza Sagiri nicht dabei, der sich, das ist echt kurios, unter der Woche verletzt hat im Training, aber nicht in einem Zweikampf, sondern weil der Platz in einem so desolaten Zustand war. Dort umgeknickt, Verdacht auf Bänderriss. Sagiri also nicht mit im Kader heute dabei. Erste Schussmöglichkeit für den SV Waldhof. Benedikt Dos Santos, der gerade angesprochene Neue in der Startelf von Trainer Patrick Löcke. Ja, und beim ersten FC Saarbrücken, da musste Trainer Lukas Kwasniok ein bisschen umbauen. Ein Name, der auf jeden Fall fehlt, ist Steven Zellner. Gestern im Training wohl eine leichte Bauchmuskelzerrung zugezogen. Heute nochmal gecheckt, geht's oder geht's nicht. Ist eine Vorsichtsmaßnahme, also keine schwere Verletzung. Aber es machte einfach keinen Sinn, ihn dann heute hier in diese Partie reinzuschmeißen. Für ihn Bonet Uafero in der Innenverteidigung. Und hier haben wir gerade nochmal kurz gesehen, Patrick Löckner, gar nicht mehr so neu als Trainer in Mannheim. Kam ja im Sommer vom Chemnitzer FC und hat eine klare Philosophie. Er möchte offensiven, attraktiven Fußball spielen. Leider passt es manchmal hinten noch nicht so ganz bei den Mannheimern. Torverhältnis von 21 zu 17, also starke Offensive, aber auch manchmal ein bisschen anfällig hinten in der Defensive. Daran gilt es noch zu arbeiten, aber dafür gibt es auch Gründe. Beispielsweise Neuzugang Verlat zu Beginn der Saison verletzt gefehlt. Jetzt mal die Gäste. Habe geklärt die Situation von Marcel Segert. Ja, geklärt. Bisschen zu schnell gesagt. Und die erste Möglichkeit für den ersten FC Saarbrücken. Chance für Sebastian Jakob. Den Mittelstürmer. Der Saarländer. Könnte auch sein, dass Mäntler da zuletzt am Ball gewesen ist. Auf jeden Fall nach dem missglückten Klärungsversuch von Segert die erste, doch ziemlich gute Möglichkeit für den Spitzenreiter der dritten Liga. Bei Saarbrücken fehlt nicht nur Zellner in der Aufstellung, sondern zum Beispiel auch Maurice de Ville, mit dem hätte man ja heute rechnen können. Letzte Saison noch für Mannheim gespielt, mit Sicherheit besonders motiviert gegen seinen Ex-Club. Boah, ausgerutscht, Gerrit Gulke. Er aber zunächst mal nur auf der Bank. Kann mir aber gut vorstellen, dass Kwasniok ihn später noch als Joker in die Partie bringt. Foulspiel von Jänicke an Martinovic. Ja, zuerst da hinten den Fuß getroffen, richtig entschieden. 31 Jahre alt. Tobias Jänicke in allen 13 Spielen bisher zum Einsatz gekommen im Team von Lukas Kwasniok. Missverständnis zwischen Ariane Ferrati und Josef Boyamba. Ferrati und Boyamba sollen beide heute im offensiven Mittelfeld oder aus dem offensiven Mittelfeld heraus für Gefahr sorgen. Martinovic die einzige nominelle Spitze, aber es ist davon auszugehen, dass Boyamba und auch Ferrati beide immer wieder in die Sturmspitze mit reinstoßen werden. Dieses Trio soll also vorne für Gefahr sorgen aus Sicht der Gastgeber. Mario Müller, der Linksverteidiger. Hier haben wir ihn im Bild, gebürtiger Mannheimer.
seine ersten fußballerischen Schritte auch in der Jugend vom SV Waldhof gemacht. Aber bereits seit 2016 trägt er das Trikot des 1. FC Saarbrücken. Boyamba. Ja, da gab es nach dem Ballgewinn von Gulke mal die Möglichkeit, schnell nach vorne zu spielen über Boyamba, aber da war keiner frei. Und Saarbrücken stand auch wirklich richtig gut. Räume für gefährliche Passspiele zugemacht. Und am Ende resultiert das dann in so einem doch eher blinden Ball ins Aus. Das war vor allem vom Stellungsspiel her gut verteidigt von den Gästen. Saarbrücken stellt früh zu und das mit Erfolg. Geht dann aber doch erstmal zunächst wieder hinten rum. Auch ganz spannend zu sehen, Manuel Zeitz, der Kapitän. Immer wieder mit Ansagen an sein Team, gestikuliert hier in den ersten Minuten sehr viel. Ein Spielführer, wie ihn sich ein Trainer nur wünschen kann. Ganz interessant zu sehen in der taktischen Formation des 1. FC Saarbrücken, dass Barilla eigentlich Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung spielt, Perdedei rechtsdefensiv und Uaferro, den ich eigentlich in der Innenverteidigung erwartet habe, spielt auf der 6. Das ist für mich vielleicht überraschend, aber für Kwasniok schon mal gar nicht. Er mag es ja, die Position auch ab und zu mal zu tauschen. Spieler nicht permanent auf ihren angestammten Positionen antreten zu lassen. Er vertraut seinen Spielern, dass sie, egal auf welcher Position sie eingesetzt werden, ihre Leistung bringen. Und hier gibt es den ersten Eckball für den 1. FC Saarbrücken, nachdem Kostli diese Situation hier bereinigt hat. Hier haben wir ihn nochmal, Lukas Krasniok, 39 Jahre. Die erste Ecke kommt von Perdedei. Ja, gefährlich auf den ersten Pfosten gezogen. Und er darf direkt noch mal ran. Mann mit Bundesliga-Erfahrung, 8-mal in der Bundesliga für die Hertha zum Einsatz gekommen. Erneut die kurze Variante, aber der Waldhof. Der SV Waldhof passt hier gut auf. Zweimal sehr aufmerksam bei den ersten Standards der Partie. Vielleicht hören Sie es über die Außenmikrofone. Also beide Trainer machen hier richtig Alarm. Sehr viele Ansagen in Richtung der Spieler. Ja,
Ja, und den Mannheimern fehlt in der Anfangsphase noch so ein bisschen das Konzept, geordnet nach vorne zu spielen. Jänicke wieder auf die rechte Seite abgelegt. Niklas Szybnowski, ganz spannender Mann auf rechts außen. Müller, sehr offensivfreudig hier in den ersten Minuten. Mario Müller, Ball rutscht durch, aber Donkor kann ihn dann am Ende klären. Die Gäste aus dem Saarland machen für mich bisher nach knappen 13 Minuten den aktiveren und den dominierenden Eindruck. Donkor will den Ball blocken, stellt sich dann aber in den Weg und trifft natürlich auch die Füße von Perledai. Der Pfiff für mich absolut vertretbar. Nächste Freistoßmöglichkeit also für Saarbrücken. Anton Donkor auch eine verlässliche Größe geworden beim SV Waldhof Mannheim. Neuzugang von Carl Zeiss Jena. Schuss aus der zweiten Reihe von Tobias Jänicke, aber das alles ohne Gefahr für das Waldhof-Tor. Und um nochmal kurz bei Anton Donkor zu bleiben. Auch er, genauso wie Müller auf der anderen Seite, mit sehr viel Offensivdrang. Drei Torvorlagen schon gegeben in dieser Saison. Die linke Außenbahn, das ist sein Revier. Und von diesen Flankenläufen, die er häufig macht, profitiert natürlich die komplette Offensive der Mannheimer. Das ist Mäntler. Und das ist das Tor! 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Und Kwasniok sagt weiter, 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 genauso gefällt ihr mir. Markus Mäntler bringt das Team von Lukas Kwasniok in Führung. Klasse, der Ball durchgesteckt. Und dann schiebt sich Mäntler durch. Und dieser Abschluss, der ist natürlich sensationell. Der 27-Jährige, er auch mit Bundesliga-Erfahrung für den ersten FC Nürnberg gespielt. Und hier macht er bereits sein viertes Saisontor. Markus Mäntler, neu in der Startelf des FCS, spielt für Golay und rechtfertigt seine Aufstellung hier schon nach einer Viertelstunde mit dem Tor zum 1:0 für die Gäste. Und die ist, wenn man mal die ersten 15 Minuten betrachtet, wie ich finde, verdient. Denn Saarbrücken hat mehr fürs Spiel getan. Beim SV Waldhof läuft noch nicht ganz so viel zusammen. Und wenn dann auch noch beim Schuss von Mäntler so viel zusammenläuft, dass er den Ball so perfekt trifft, keine Abwehrchance für Jan-Christoph Bartels im Mannheimer Tor, dann steht es hier 1:0 für den Tabellenführer der dritten Liga. Und das als Aufsteiger wohlgemerkt, darf man nicht vergessen. Erster FC Saarbrücken, wir haben es im Vorlauf gehört. Das klingt genauso wie Waldhof Mannheim immer noch nach ein bisschen höherem Fußball. Aber erst vergangene Saison aufgestiegen. Und die spielen hier eine richtig, richtig gute Saison und sind hier zu Recht mit 1:0 in Führung. Einsatz von Bujamba, super Balleroberung.
Mannheim wartet ab. Jetzt erst kommt der Druck von Bujamba. Josef Bujamba, bester Torschütze bislang bei den Mannheimern mit 6 Treffern. Sehr eher defensiv gefordert mit offensiven Akzenten. Und das war schön gelöst von den Gästen. Perledei, Jänicke, aber da gut zurückgearbeitet von Cello Segert. Hinter dem Einsatz von Marcel Seger stand ja auch noch ein Fragezeichen vor der Partie, während gerade ein Saarbrücker auf der Strafraumkante liegt. Schlag abbekommen. Sieht mir danach aus, als ob es Jänicke ist, der dort getroffen wurde im Zweikampf. So ist es. Mit der Hilfe von Schiedsrichter Lukas Behnen kommt er wieder auf die Beine. Schauen wir nochmal auf die Situation hier. Erst gestört von Christiansen. Ja, und dann rauscht er in die Schulter von Marcel Segert. Das ist natürlich schmerzhaft. Kein Foul, keine Frage. Aber einmal durchschütteln und dann geht's weiter für Tobias Jänick. Und um kurz die Geschichte über Marcel Segert zu Ende zu erzählen. Er war auch einer, der unter den schlimmen Platzverhältnissen im Training leiden musste. In einer 1:1, 1-gegen-1 Situation, auch umgeknickt, im Rasen hängen geblieben. Zunächst wurde eine Kapselverletzung vermutet, aber dann kam dann doch heute das Go. Er kann spielen und bildet zusammen mit Jesper Verlaat und Gerrit Gohlke die Dreierkette. Überhaupt war es für die Mannheimer eine ganz schön wilde Woche. Wir haben es auch im Interview von meiner Kollegin Lea Wagner eben gehört. Während wir jetzt erstmal hier die Szene mitnehmen. Müsste eigentlich Einwurf für Mannheim geben. Ich glaube, da war noch ein Saarbrücker Fuß dazwischen. Kann die Proteste von hier oben von Jesper Verlaat durchaus nachvollziehen. Entscheidung des Schiedsrichtergespanns steht aber. Also die verrückte Woche. Mannheim war schon auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Lübeck. Waren schon fast da. Dann kam die Info, Corona-Infektion beim Gegner. Sie mussten wieder umdrehen. Es gab die benannte Pizza. Und dann Anfang der Woche schneebedeckter Trainingsplatz in Mannheim. Platz nicht bespielbar. Und die Mannschaft musste in eine Soccerhalle ausweichen. Also alles andere als normale Trainingsbedingungen in diesen alles andere als normalen Zeiten. Ferrati. Guter Techniker, bisher dem Spiel noch nicht ganz so viele Impulse geben können. Dos Santos, schlechter Ball, genau in die Füße von Jänicke. Und die Möglichkeit zum schnellen Umschaltspiel. Ball etwas zu steil für Niklas Schipnowski, den 22-Jährigen. Christiansen. Dos Santos Verlaat. Mal die Spielverlagerung. Jetzt mal vielleicht die Möglichkeit für Doncor, seine berüchtigten Außenbahnläufe anzusetzen. Entscheidet sich aber dann doch eher für das Spiel hintenrum. Gohlke.
Saarbrücken jetzt etwas tiefer stehend. Klar, mit der Führung im Rücken lässt sich sowas auch immer etwas einfacher machen. Zwingen jetzt die Mannheimer dazu, das Spiel strukturiert aufzubauen. Vielleicht jetzt mal über Kostl. Ferrati schön durchgesteckt auf Marcel Kostli, zurückgelegt auf Martinovic, der lässt durch. Martinovic 1-1! Sie sind einfach brandgefährlich. Auch wenn die Freude eben im Gesicht von Patrick Löckner noch nicht so wirklich erkennbar war. Dominik Martinovic mit seinem 5. Saisontor. Erst die Spielverlagerung von Siegert auf Kostli. Der legt den Ball zurück auf Ferrati. Und der spielt dann den perfekt getimten Ball auf Kostli. Der Ball unglücklich, unglücklich von Manuel Zeitz. Abgelegt auf den Torschützen, auf Dominik Martinovic. Der hat ein bisschen gebraucht, um in die Saison zu kommen. Ersten Spiele einige große Dinger liegen lassen, kommt aber immer besser in Fahrt. Er hat den berühmten Riecher für die Situation. Und er zielt jetzt hier schon sein 5. Saisontor für die Mannheimer. Er ja auch ein Neuzugang im Team von Patrick Löckner. Kam aus Groß-Asbach und ist eine feste Stütze im Spiel. Kann sich fallen lassen, kann aus der Tiefe kommen. Und steht im Strafraum einfach sehr häufig, sehr richtig, genau wie in dieser Situation. Und so steht es hier doch etwas überraschend. Dann nach 25 Minuten oder knapp 25 Minuten 1-1. Es war die erste richtig gute Möglichkeit für Waldhof Mannheim. Und die nutzt Martinovic dann gleich zum Ausgleich. Aber das bestätigt ja schon mal das, was wir vor dem Spiel angesprochen haben. Wir haben Offensive erwartet. Wir haben viele Offensivaktionen erwartet. Und auch wenn es bei den Mannheimern ein bisschen gedauert hat, bis sie mal wirklich gefährlich in den Strafraum kamen, das eine Mal, dass sie da waren, haben sie direkt zugeschlagen. Und so steht es hier 1-1. Gulke mit dem Kopf zur Stelle und ich darf Sie schon mal heiß machen auf die Halbzeitpause mit unserem Experten, unserem Studiogast Ramon Germann. Der kennt nämlich Dominik Martinovic bestens, war zeitweise sogar sein Lehrer. Also da dürfen wir uns freuen auf seine Einschätzungen zu seinem ehemaligen Schützling. Er kennt ihn also wirklich bestens. Dominik Martinovic hat einen sehr, sehr guten Weg gemacht und sich auch bei Waldhof Mannheim sehr gut entwickelt. Und wenn er jetzt auch noch seine Chancen regelmäßig macht, ist er nicht mehr wegzudenken aus dem Sturmzentrum bei den Kurpfälzern. Da kaum ist das Tor für Mannheim gefallen, verschieben sich die Mannschaften wieder ein bisschen übers Spielfeld. Waldhof jetzt wieder etwas defensiver. Saarbrücken schiebt etwas weiter nach vorne. Alle!
Sehr schön gelöst von den Mannheimern. Aber auch klasse, wie der Mäntler mit zurückarbeitet. Dieser Einsatz wird belohnt, indem der Angriff der Mannheimer unterbrochen wird. Also auf beiden Seiten großes Laufpensum. Sowohl Boyamba und Ferrati als auch auf der anderen Seite Mäntler und Schipnowski arbeiten viel mit zurück. Jetzt mal Doncor. Zwerko dazwischen. Uaferro, Jenicke. Christiansen mit rustikalem Einsatz, aber Schiedsrichter Behnen sagt, nee, das war nix. Ball bleibt erstmal im Spiel, auch wenn Schipnowski da auf dem Boden liegt. Ball kommt rein und die Möglichkeit für Boyamba. Erst die klasse Ballannahme, aber dann kriegt er den Ball nicht richtig unter Kontrolle, Josef Boyamba. Was ist mit dem? Ist kaputt oder was? Und mittlerweile steht auch Schipnowski wieder. Ja, versucht er noch einen Gegenspieler zu umspielen. Dann etwas zu kompliziert. Aber genau das ist die Qualität der Mannheimer. Wenn sie denn dann mal vorne auftauchen, sind sie brandgefährlich. Nach dem Ausgleichstreffer von Martinovic. Die zweite gute Möglichkeit. Auch wenn man da natürlich drüber sprechen kann, dass es vielleicht fairer gewesen wäre, den Ball ins Aus zu spielen. Aber da Schipnowski auch kurz später widerstand. Alles halb so wild. Manuel Zatz. Mäntler. Kleine Ringkampfeinlage mit Beteiligung von Sebastian Jakob. Hätte da gerne einen Eckball. Entscheidung lautet aber Abstoß für Mann. Und Sie haben es gerade gesehen, ganz frühes Pressing des ersten FC Saarbrücken. Das hat sie ja vor allem zu Saisonbeginn so stark gemacht. Aber dann nach einer Weile haben sich die Gegner auch drauf eingestellt, haben sich tiefer hinten reingestellt. Aber das spricht für die Flexibilität im Team von Trainer Lukas Kwasniok. Jetzt erstmal der schlampige Ballverlust von Zwerko. Martinovic nimmt Kostli mit. Ah, der Ball etwas zu stark in den Rücken von Boyamba. Keine Möglichkeit für den Offensivmann, diesen Ball zu verarbeiten. Aber auch hier gut zu sehen, Boyamba jetzt schon wieder an der Mittellinie, sofort mit zurückgearbeitet. Also die Art und Weise, wie beide Mannschaften mit ihren Offensivbereichen die Defensive unterstützen, das ist wirklich bemerkenswert. Jesper Verlaat, so wichtig in der Zentrale der Defensive bei den Mannheimern. Zu Beginn der Saison noch Rückenprobleme gehabt, einige Spiele verpasst, jetzt aber nicht mehr wegzudenken aus dem Team. Müller. Ferrati, Martinovic, schwer zu verarbeiten und damit der Ball wieder in den Reihen der Gäste. Gute halbe Stunde ist rum. Saarbrücken vor allem in den ersten 15, 20 Minuten das klar spielbestimmende Team. Zu Recht mit 1-0 in Führung gegangen. Während hier Handspiel gepfiffen wird. Gegen Jesper Verlaat gibt auch keine Proteste. Aber danach hat sich mal
Mannheim, ja, unglücklich aus so kurzer Distanz, aber der Arm ist abgespreizt und deshalb Handspiel. Vertretbar die Entscheidung. Aber danach hat sich Mannheim so ein bisschen aus seinem Abwehrkokon herausbewegt. Ein bisschen was versucht. Und dann tatsächlich, natürlich, wenn auch die Vorlage unglücklich war, da sie vom Gegner kam, dann eiskalt zugestochen und den Ausgleich gemacht. Seitdem aber bestimmt hier Saarbrücken wieder das Geschehen. Und das ist eine spannende Situation hier für Anthony Barilla. Die Mannheimer stehen am eigenen 5-Meter-Raum. Ob das die richtige Variante ist, diesen Ball abzuwehren. Freistoß aber ausgeführt von Mendler. Sah alles etwas kurios aus, wie Mannheim das hier verteidigen wollte. Am Ende ist es aber gut gegangen. Ball bleibt in den eigenen Reihen. Aber wir sehen hier das Angriffspressing des Spitzenreiters. Gehen jetzt super früh drauf. Versuchen, die Mannheimer zu Fehlern zu zwingen. Aber das war sehr, sehr gut gelöst von Martinovic, Christiansen und Kostli. Marcel Kostli mit sehr viel Freiraum, könnte in den Strafraum ziehen. Verzögert da ein bisschen. Erstmal die Parade von Batz. Dos Santos, Doncor und die nächste Schussmöglichkeit für Ferrati. Dicke Möglichkeit hier für die Gastgeber. In der 35. Minute. Und es ist einfach die Stärke der Mannheimer. Dieses schnelle Umschalten von Abwehr auf Angriff. 2-3 Pässe, direktes Spiel. Erstmal hier die Abwehr von Daniel Batz. Dann der Schuss von Doncor, geblockt von Bonet Uaferro. Und dann nochmal die Schussmöglichkeit von Ariane Ferrati. Aber Daniel Batz ist nicht umsonst auf der Linie. Einer der besten Keeper der Liga. Sehr starke Ballmitnahme und Behauptung von Sebastian Jakob. Ball kommt rein, ziemliches Gewurstel, aber Siegert kann dann in letzter Sekunde die Situation klären. Flanke kam von Schipnowski. Dann ist es zuerst Golke, Verlat, der sich da dazwischen wirft. Und dann ist es am Ende Siegert, der den Ball da irgendwie aus der Gefahrenzone stochert. Also über einen Mangel an spannenden und gefährlichen Szenen können wir uns hier wahrlich nicht beschweren. Und das bei ungemütlichen 5 Grad in Mannheim. Aber vielleicht zwingt das ja auch die Spieler zur Bewegung. Auf jeden Fall wird es so. Nächste gefährliche Situation, aber abgepfiffen vom Unparteiischen. Ferrati hat da was abbekommen. Von hier oben kaum zu sehen. Vielleicht durch eine Zeitlupe etwas besser zu erahnen. Scheint da ein bisschen was in den Nacken bekommen zu haben. War aus dieser Perspektive nicht ganz zu erkennen. Sah für mich nicht so schlimm aus. Die Entscheidung des Unparteiischen steht aber. Freistoß für Mannheim. Kostli, einer der auffälligsten Mannheimer im ersten Durchgang hier. Ball auf Boyamba, Batz ist draußen. Und hier gibt es wütende Proteste von den paar Leuten auf der Tribüne. Zuschauer natürlich nicht zugelassen, aber Angehörige und auch die Ersatzspieler sind hier aufgesprungen. Also Angehörige nicht im Sinne von Familienangehörigen, sondern Angehörige des Vereins SV Waldhof Mannheim. Gab sogar die Möglichkeit für Boyamba, den Ball über den herausgehaltenen Batz hinweg zu chippen. Ball dann etwas weit vorgelegt. Müssen wir noch mal drauf schauen,
ob es dann da kurz bevor Batz sich den Ball geschnappt hat, ein Foulspiel gegeben hat. Die Proteste auf dem Platz hielten sich in Grenzen. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Entscheidung des Unparteiischen hier korrekt ist. Patrick Löckner wünscht sich wahrscheinlich gerade den Videobeweis. Kriegen wir bestimmt gleich nochmal zugespielt, diese Szene, um dann ein genaues Urteil zu fällen. Mäntler. Kostli. Martinovic auf der linken Seite, ist Ferrati mit dabei. Genau den versucht er anzuspielen, aber sehr gut gesehen, sehr gut antizipiert von Barilla. Der das Spiel dann gleich wieder eröffnet. Kein Foulspiel von Kosti gegen Jennecke. Und jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe im Spiel. Anton Donkor und Marcel Siegert. Ferrati, etwas sehr optimistisch dadurch, drei Leute durchzugehen, zieht sich dann aber doch noch den Freistoß. Und hier haben wir nochmal diese Szene, Sverko gegen Boyamba. Nein, das ist überhaupt nichts, kein Strafstoß, völlig korrekt entschieden. Läuft da einfach nur mit, klar, der Armkontakt ist ein bisschen da, aber Kontakt ist nicht gleich Strafstoß. Von daher, da einen Elfer zu geben, das wäre wirklich zu viel des Guten gewesen. Sehr, sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt um Lukas Behn. Jetzt aber die Freistoßmöglichkeit für die Mannheimer. Ariane Ferrati steht bereit. Segert ein bisschen weit draußen gewesen. Einwurf Sabo. Fünf Minuten noch bis zur Pause. Richtig gutes Spiel hier, wie ich finde. Viele spannende Szenen. Auch die Mannheimer haben sich nach einer etwas defensiv eingestellteren Anfangsphase hier mehrfach sehr offensivfreudig präsentiert. Und das gefürchtete schnelle Spiel aus der Abwehr über ein paar Kontakte in die Offensive, das hat sich bezahlt gemacht. Nicht nur durch den Ausgleichstreffer von Dominik Martinovic, sondern auch durch die Chancen, die sie sich danach erspielt haben. Wie zum Beispiel eben durch Josef Boyamba, als ihm der Ball da etwas weit vom Fuß springt und Batz sehr gut aufpasst. Aber auch Saarbrücken bleibt immer wieder gefährlich, die Mannschaft von Lukas Kwasniok. Vor allem über die Außen, über Mäntler, über Schipnowski passiert viel. Sebastian Jakob noch nicht so ganz im Sturmzentrum zur Geltung gekommen, aber er ist ein Faktor einfach in dieser Mannschaft. Der gebürtige Saarländer, auch absolute Identifikationsfigur beim FCS. Also mit dem ersten FC Saarbrücken ist offensiv auch immer zu rechnen. Nächster Eckball, klares Eckenplus für die Saarbrücker. 4:0 das Eckenverhältnis zugunsten der Gäste. Spielstand 1:1. Und der Ball von Jennecke geht ins Nirgendwo. Hier haben wir ihn, den Torschützen zum 1:1. Dominik Martinovic. Auch ein Vorbild in Sachen Laufleistung, in Sachen Arbeit auf dem Platz. Geht unheimlich viele Wege, geht auch Bällen hinterher, wo sich manch ein anderer Stürmer denken würde, den kriege ich eh nicht. Kostli, Boyamba, das ist dieses direkte Spiel, hier geht es aber fast schief. Anton Donko.
Nur Boyamba ist anspielbar im offensiven Bereich. Deshalb geht es zurück über Dos Santos und Fellat. Boyamba kriegt den Freistoß. Ja, gut zu sehen. Zverko trifft ihn da hinten in den Beinen. Kein schweres Foul, aber eben doch ein Foulspiel und dadurch zurecht geahndet. Und das ist keine schlechte Freistoßmöglichkeit für Waldhof Mannheim. Ferrati, der Linksfuß, schickt Martinovic weg und sagt, das hier ist meine Aufgabe. Er hat ein feines Füßchen. Exzellenter Techniker Arianit Ferrati. Drei Saisontore hat er schon. Zieht er den direkt drauf oder entscheidet er sich doch für die Flanke? Ja, will den Ball da scharf in die Mitte bringen, hofft da wahrscheinlich auf den einen Abpraller oder dass der Ball weitergeleitet wird. Aber der Ball am Ende zu schwach getreten. Eine Minute noch auf der Uhr. Jennecke mit vielen Ballkontakten in der ersten Hälfte. Perdedai macht seine Sache auch gut auf der rechten defensiven Außenbahn. Zverko, Varilla. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide Mannschaften jetzt nicht mehr das Letzte riskieren wollen vor der Pause. 1:1 in meinen Augen aktuell gerecht. Mehr Spielanteile hat Saarbrücken, aber die Menge an guten Chancen hat dann doch der SV Waldhof Mannheim. Und deshalb ist dieses Zwischenergebnis von 1:1 sicherlich nicht unverdient nach diesem Spielverlauf. Perdedai. Uaferro. Barilla. Nochmal Marin Zverko. Und der Ball rutscht durch auf Mendler. Aber Jan-Christoph Bartels hat erstens aufgepasst. Zweitens ist es abseits gewesen. Und das war die letzte Szene der ersten Hälfte. 1:1 der Spielstand zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem ersten FC Saarbrücken. Die Torschützen heißen Markus Mendler für Saarbrücken und Dominik Martinovic für das Team von Trainer Patrick Glöckner. Sehr munteres Spiel. Chancen auf beiden Seiten. Zwei Tore haben wir schon gesehen. Und wir wissen um die Offensivstärke beider Mannschaften. Es ist also noch mit weiteren Treffern zu rechnen. Hier haben wir einen der beiden Torschützen, Dominik Martinovic. Und jetzt gehen wir in die Halbzeitanalyse mit Lennart Brinkhoff und dem Experten Ramon German. Ja, Ramon German, über Ihren ehemaligen Schüler Dominik Martinovic können wir gleich in Ruhe reden. Wir werden uns in Ruhe auch noch viele Szenen aus der ersten Halbzeit anschauen. Vielleicht erstmal Ihr grundsätzlicher Eindruck von diesen ersten 45 Minuten. Eigentlich genau das Spiel, was ich erwartet hatte. Also ein sehr attraktives Fußballspiel. Saarbrücken sehr dominant. Vielleicht Waldhof Mannheim ein Stück weit tiefer verteidigend, als ich es erwartet hatte. Aber wahnsinnig gefährlich, vor allem über Kostli. Und die schaffen es immer wieder, genügend Personal in die Box reinzukriegen. Und bisher die gefährlichere Mannschaft. Wir wollen hören, was der sportliche Leiter vom SV Waldhof Mannheim sagt. Jochen Kienz im Interview bei Lea Wagner. Wenn du nach hinten gehen, dann hast du eine größere Achse.
Ganz genau, so ist es. Wir sind hier gerade noch so ein bisschen am Justieren. Jochen Kienz ist bei mir. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Auftreten Ihrer Mannschaft in den ersten 45 Minuten? Ja gut, ich glaube, wir sehen ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Saarbrücken spielt sehr schlau gegen uns, muss ich sagen. Haben Überzahl im Mittelfeld, haben mehr Ballbesitz. Nichtsdestotrotz, wenn wir in die Umschaltmomente kommen, sind wir brandgefährlich. Brandgefährlich im Umschalten, das war auch beim 1:1 zu sehen. Martinovic hat es gemacht, das war schon sein 5. Saisontreffer. Aus Großaspach haben Sie ihn geholt. Wie zufrieden sind Sie mit seiner Entwicklung? Ja, toll. Er hat eigentlich das wiedergegeben, was ich mir erhofft habe von ihm. Er macht es toll, er kann laufen, er ist schnell, er ist beweglich, macht die Bälle gut fest, läuft gut an, was auch fürs Defensiv, für unser Pressing dann wichtig ist. Also er macht es sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ja, ich bin froh, dass wir den Dominik zu uns geholt haben. Was erwarten Sie für die zweite Halbzeit, Jochen Kienz? Wird es so bleiben? Mannheim steht eher tief, überlässt Saarbrücken häufig den Ball und schaltet schnell um. Oder wird da nochmal was geändert? Ja, das werden wir sehen gleich dann. Das macht dann auch bei uns der Trainer. Wir blicken noch mal ganz kurz zurück auf vergangenes Wochenende. Mannheim fehlt jetzt schon das zweite Corona-bedingt abgesagte Spiel gegen Lübeck. Da waren Sie schon auf dem Weg, sind schon fast angekommen, dann ging es wieder zurück. In der Liga wird sehr unterschiedlich mit Corona-Fällen umgegangen. Wäre da eine einheitliche Linie wünschenswert? Ja gut, wäre es schon. Natürlich ist es so, dass das Gesundheitsamt dann irgendwo dann auch die Entscheidung trifft. Da ist es in dem DFB auch die Hände gebunden, insofern. Für uns war es jetzt unglücklich, muss man sagen. Mit Meppen, das ging noch, aber jetzt dann mit dem letzten Spiel, dann, das war dann mit Lübeck, war ein bisschen, naja gut, okay. Aber es geht um die Gesundheit. Es geht um die Gesundheit. Wenn man der Meinung ist, man muss das Spiel dann absagen, aufgrund der Tatsache, also wir haben einige Internas dazu zu diesen Abläufen, weil es ist halt so, im Fußball wird halt einfach geredet und auch gute Quellen, wenn man da gut vernetzt ist, dann weiß man schon, was da passiert ist. Aber wie gesagt, es geht um die Gesundheit. Ich wünsche den Betroffenen in Lübeck gute Besserung und ja, wenn die Gefahr bestand tatsächlich, dass man hat nicht spielen können, dann okay, dann ist es ja in Ordnung. Nur kurz, damit ich das auch verstehe, was ist da rumgegangen? Es war ja nur ein Spieler quasi mit Corona infiziert, dann die ganze Mannschaft in Quarantäne. Warum hätte Lübeck von der Spielabsage profitiert? Ich möchte mich darüber gar nicht äußern. Das macht der DFB. Der DFB wird dann schon schauen, was da vorgefallen ist oder wie es passiert ist. Wenn man Sachen sagt, muss man sie auch beweisen können. Es ist, wie gesagt, für uns relativ unglücklich abgelaufen. Aber wie gesagt, nochmal, wir wünschen allen Betroffenen gute Besserung. Vielen Dank, Jochen Kienz. Wir sind gespannt auf die zweiten 45 Minuten. Dankeschön. Und sind froh, dass das Spiel heute stattfinden konnte. Ja, ich auch. Zurück Danke. Zu Lennart Brinkhoff. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Lea. Jochen Kienz möchte die Analyse Trainern überlassen. Passenderweise haben wir einen da, Ramon Gernan, Jammann, Trainer der Stuttgarter Kickers. Aktuell in der Oberliga in Württemberg unterwegs, gerade in der Spielpause. Aber wir wollen erstmal jetzt auf dieses Spiel schauen von zwei Trainern, wo wir am Anfang der Sendung schon gesagt haben, dass sie die ganz gut kennen. Ja. Und steigen vielleicht direkt mal mit der Szene zum 0:1 ein. Und Ramon Gernan, Markus Mendler, ehemaliger Kickers-Spieler sogar, der das 0:1 erzielt hat. Vielleicht Ihre Analyse auch zum Tor. Ja, das hätte man vielleicht ein Stück weit vorher noch sehen müssen. Der Markus Mendler läuft auf die stehende Kette zu, also Verlat ist mit dem Gesicht sozusagen in eigener Spielrichtung. Und da ist natürlich schwer, einen laufenden Spieler dann zu stoppen. Und das macht er natürlich sensationell. Der Abschluss ist gut, schwer zu verteidigen für Waldhof in dem Fall. Und verdient in der Phase. Wir haben hier zusammen das Spiel geguckt und gesessen und Sie waren auch der Meinung, eigentlich das 1:0 geht in der Form in Ordnung. Absolut verdient zu dem Zeitpunkt. Die spielbestimmende Mannschaft ist ganz klar Saarbrücken. Die haben sehr, sehr gute Abläufe. Bei Mannheim manchmal sind mir die Innenverteidiger, die verteidigen sehr, sehr oft nach vorne, ziehen dann das Foul. Bis jetzt gefällt mir Saarbrücken besser, aber die Umschaltaktionen sind auf der Seite vom Waldhof und das haben sie auch dann ausnutzen können. Ja, es ist 1:1 gefallen. Wir schauen gemeinsam drauf. Und da von dem Mann, wir haben vor der Sendung noch gehofft, dass vielleicht was passiert, Dominik Martinovic, wollen gleich über ihn persönlich reden, aber jetzt erstmal über die Szene beim 1:1. Ja, ist natürlich unglücklich jetzt aus Saarbrücker Sicht, dass dem Zeitz der Ball verspringt. Die Schnittstelle war offen, da spielen die immer rein auf Kostli. Kostli bringt den Ball nach innen. Eigentlich
macht es der Domi gut, dass er über den Ball drüber geht. So haben sie im letzten Spiel, glaube ich, auch ein Tor erzielt und profitiert vom Fehler. Und diesen Fehler musst du als Stürmer ausnutzen. Das hat er gut gemacht und ich freue mich für den Domi, dass er das Tor machen konnte. Ja, wir sehen ihn hier hinten. Sie kennen ihn schon ein bisschen länger. Wie war er als Schüler so? In welchen Fächern haben Sie ihn unterrichtet? Ich hatte ihn selber nicht. Er war bei mir an der Schule. Und es sind sehr, ich kenne ihn vom VfB, also ich war damals eben Trainer beim VfB und gleichzeitig auch Lehrer an der Schule. Ich habe mich sehr oft mit ihm unterhalten. Wir haben damals auf dem Schulhof öfter mal Fußballtennis gespielt, wo einige Jungs dabei waren. Ein sehr freundlicher Junge, einer, dem man es wirklich gönnt. Er ist ja dann zu Bayern München. Ich habe seinen Weg weiterverfolgt. Ja, einer, über den früh auch gesagt wurde, gibt ja diese Spieler, wo früh viele mitreden, auch die Beraterszene und alle sagen, das wird mal ein großer, der Druck fast auch ein bisschen zu groß wird, hatte ihn gefühlt auch immer so ein bisschen im Visier. Also er war so einer, wo man gesagt hat, das kann was ganz Großes werden. Ja, ist ja noch drin, weil der Übergang in den Herrenbereich ist ja oft die Stufe, wo es am schwierigsten ist, drüber zu kommen. Das hat er jetzt gemacht und spielt jetzt eine gute Saison. Und das kann noch ein, zwei Ligen höher gehen bei ihm. Hat er Selbstvertrauen gerade, 5. Saisontor schon und ausgebildet am Württemberg-Gymnasium hier in Stuttgart, wo Ramon Germann auch jetzt noch als Lehrer arbeitet. Wir schauen mal noch auf eine Szene, die das zeigt, das schnelle Umschalten, das, was Mannheim dann zumindest gezeigt hat, und gucken auf diese Szene in der 34. Minute. Da so ein bisschen das, was wir typisch von Mannheim heute gesehen haben. Ja, also man hat jetzt gesehen, dass die linke Seite von Saarbrücken frei war. Der Marin als Innenverteidiger bleibt im Zentrum. Und dann ist es natürlich schwer, diese Angriffe zu verteidigen. Wie ich vorher schon gesagt habe, Waldhof bringt sehr viel Personal in die Box und ist deswegen sehr, sehr gefährlich. Und dieses dominante Spiel von Saarbrücken führt eben dazu, dass sehr oft auch die Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Waldhof ist in der Lage, das auszunutzen und die Räume auf der Seite zu bespielen. In der Box sind sie sowieso gefährlich. Patrick Löckner ist der Trainer und Sie haben mit ihm einen sehr intensiven Zeitraum verbracht, nämlich den des Fußballlehrerlehrgangs. Wir sehen vielleicht mal das große Mannschaftsfoto von der Zeit beim Fußballlehrer. Genau, da haben wir es vorliegen. Ramon Germann links eingekreist und drei weiter rechts sehen wir dann Patrick Löckner. Eine intensive Zeit, haben Sie mir schon gesagt, die Sie zusammen verbracht haben. Ja. Was ist er für ein Typ? Wie haben Sie Patrick Löckner da erlebt? Menschlich, aber auch fußballerisch von seinen Akzenten? Also menschlich muss man sagen, ein wirklich super Typ. Einer, der auf Leute zugeht. Einer, der immer auch einen Spruch hat, mit dem man wirklich auch Spaß haben kann. Ein toller Mensch einfach. Es sind viele tolle Menschen in dem Lehrgang. Paddy war auf jeden Fall einer, der für die Gruppe sehr, sehr wichtig war, der auch sehr fleißig war, der immer interessiert war, auch an neuen Entwicklungen. Tim Walter sehen wir oben über Ihnen, ehemaligen VfB-Trainer. Genau, der saß direkt vor mir. Das hat mir ein bisschen die Sicht eingeschränkt, weil er so groß ist. Aber wie gesagt, das war eine tolle Zeit, eine sehr stressige Zeit, weil ich hatte ja noch den Lehrerjob und den Trainerjob und gleichzeitig noch den Fußballlehrer. Aber ich glaube, an dem Tag waren alle sehr, sehr glücklich, dass sie die Urkunde dann in der Hand halten durften. Und Paddy hat sich sehr gut auch seitdem entwickelt, hat gute Arbeit gemacht und ist jetzt heute, ein guter, sehr guter Drittligatrainer. Er hat Ihre Bescheidenheit, Sie waren auch unter den Besten, zweitbeste Note, habe ich eben erfahren. Kann man in dieser Zeit bei diesem Kurs schon absehen, ein Gefühl dafür entwickeln, wenn Sie da gesessen haben in den Kursen und auch die praktischen Einheiten hatten, um zu gucken, oh, der Trainer, aus dem wird mal was Großes, oder bei dem habe ich vielleicht eher Zweifel? Man hat dann schon so ein Gefühl dafür. Es gibt so, solche Trainer wie jetzt der da so ein Stück weit rechts, der dritte von rechts unten, Leitl. Stefan Leitl. Ja. Das ist sicherlich ein Trainer, der selber Profi war, der einfach eine gute Ausstrahlung hat, der fachlich sehr, sehr gut war, der sehr fleißig war. Da hätte ich gesagt, der kann sicherlich mal weit kommen. Aber es sind alles auf ihre Art tolle Trainer. Es war ein sehr, sehr guter Kurs und wir hatten auch eine tolle Zeit zusammen und sowas schweißt auch zusammen und man hat immer noch Kontakt zu den Jungs, kriegt immer wieder SMS, gerade nach meinem Eigentor. Oder man gratuliert sich auch gegenseitig. Also Sie geben das perfekte Stichwort, denn wir wollen auch ein bisschen über Sie und Ihre aktuelle Aufgabe reden. Und da kam es zu dieser kuriosen Szene, die wir uns jetzt einfach nochmal anschauen. Das berühmte Eigentor inzwischen der Stuttgarter Kickers gegen den FC Nöttingen, vom Trainer Ramon Germann angeordnet, weil es vorher eine
unfaire Situationen gab, wo die eigene Mannschaft einen Vorteil genutzt hat. Und dann wurde das Spiel am Ende trotzdem 4:1 gewonnen. Und mit dieser Aktion ist Ramon Germann, und das wollen wir betonen, nominiert für den Titel des SWR Sporthelden 2020. Eine Kategorie bei uns, wo es nicht nur um sportliche Erfolge geht, sondern um ehrenamtliches, um soziales Engagement, aber auch um spezielle Typen oder eben um so ein Thema wie eine spezielle Entscheidung von Ihnen bei dem Eigentor. Nominiert sind dafür 5 Heldinnen und Helden. Die Sporthelden 2020, Sie können abstimmen bei uns auf swr.de Sport. Das Ganze geht noch bis zum 19. Dezember. Und am 20. Dezember lernen wir dann die Sportheldin oder den Sporthelden kennen. Ramon Germann, hat sich bei Ihnen, ich weiß, es war ein Riesenwirbel um diese Geschichte, hat sich so ein bisschen der Rummel gelegt bei Ihnen? Ja, hat sich schon gelegt. Also ab und zu kriege ich mal eine Anfrage, auch aus der Kirche, komischerweise. Oder was heißt, dass ich das, die ein Statement wollen. Aber wie gesagt, mir ist wichtig, dass es um Fußball geht. Ich habe in einem anderen Interview mal gesagt, ich will nicht jetzt die Greta Thunberg sein oder der Dalai Lama. Ich will weiterhin. Wenn Sie damals gesagt haben, dass die Gerechtigkeit auch aus ihren christlichen Werten kommt, ja. Das kann man vielleicht den Zuschauern mitgeben. Wenn Sie diesen Film nämlich ausführlich sehen wollen, wir wollen da Fairness auch gegenüber den anderen Kandidaten geben. Den Film kann man sich in Ruhe online eben auch bei uns anschauen. Ramon Germann, vielleicht kurz noch zu Ihnen aktuell. Trainer der Stuttgarter Kickers, Tabellenzweiter in der Oberliga. Der Wunsch ist es, wieder hier oben anzukommen. Regionalliga, vielleicht auch irgendwann dritte Liga. Im Moment dürfen Sie als Lehrer arbeiten, als Fußballlehrer aber nicht. Wie gerecht finden Sie das? Also ich glaube, das ist keine Frage der Gerechtigkeit, sondern eine Frage der Vernunft. Und wir müssen halt im Moment alle Einschränkungen in Kauf nehmen. Und das sollten wir auch alle tun, damit wir möglichst bald wieder auch Fußball spielen können, damit wir bald wieder Fans im Stadion haben. Weil wir als Traditionsverein leben natürlich von unseren Fans. Und die bringen uns natürlich auch nach vorne auf den Platz. Und deswegen kann ich auch nochmal an alle appellieren, einfach vernünftig sein. Aushalten und dann wird es hoffentlich bald wieder besser werden und der Ball rollt dann hoffentlich auch wieder bei uns auf der Waldau. Wir behalten das im Auge. Ganz kurz vielleicht noch, Lukas Kwasniok kennen Sie auch als KSC-Trainer. Ja. Wir gehen jetzt gleich wieder direkt ins Stadion. Was ist er für ein Typ? Was glauben Sie, was er für eine Ansage gemacht hat jetzt für die zweite? Ja, er ist auf jeden Fall sehr, sehr impulsiv. Er ist einer, der mit Leib und Seele den Fußball verkörpert und lebt und das überträgt er auf seine Mannschaft. Das sieht man auf dem Platz. Ich glaube, dass Saarbrücken jetzt vielleicht noch dominanter auftreten wird, dass sie noch mehr den Gegner unter Druck setzen werden. Wir sehen zumindest die eine Mannschaft schon auf dem Platz und freuen uns auf eine spannende zweite Halbzeit zwischen diesen beiden Mannschaften, die offensiv richtig was zeigen. Und ich freue mich dann auch nach dem Spiel mit Ihnen, Ramon Germann, das Ganze nochmal anzuschauen und geben jetzt ab Danke. Zu unserem Kommentator. Und das ist auch in der zweiten Halbzeit wieder Martin Maibücher. Jawohl, ich habe mich hier nicht wegbewegt. War ja wirklich viel drin und auch immer spannend zu hören, wenn man so einen Experten wie Ramon Germann im Studio hat, der einfach Persönlichkeiten hier kennt, der ganz nah dran ist, der die Menschen sowohl privat als auch als Trainer kennengelernt hat. Also wirklich sehr spannende Geschichten. Hier stehen beide Mannschaften wieder bereit. Saarbrücken war als erstes draußen, jetzt ist aber auch Mannheim zurückgekehrt. Und auch was ich auch spannend fand, war das Interview von Lea Wagner mit Jochen Kienz. Also die Corona-Pandemie, die beschäftigt natürlich alle Vereine, egal in welcher Liga sehr. Während wir hier sehen, dass es den ersten Wechsel gibt. Marcel Hofrath ist neu in der Partie und für ihn rausgegangen Anton Donkor, Linksverteidiger für Linksverteidiger. Hoffen wir mal, dass Donkor nicht verletzungsbedingt raus musste. Auf jeden Fall dies der erste Wechsel der Partie. Wir waren eben noch bei der Corona-Pandemie, die natürlich die komplette Gesellschaft betrifft, ist ja gar keine Frage. Aber da wir jetzt gerade bei einem Fußballspiel sind, natürlich sind die Vereine auch
stark betroffen, entweder durch Absagen, so zum Beispiel ja auch die Absage des Spiels der Mannheimer in Lübeck. Dieses Spiel wird übrigens am kommenden, nein, das Spiel in Lübeck wird am 13.01. nachgeholt und am kommenden Dienstag findet schon um 19 Uhr das Nachholspiel in Meppen statt. Diese Partie muss da auch verschoben werden. Können sich also auch schon mal vormerken. Da wird es auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport wird es eine Zusammenfassung dieser Partie geben. Also die Highlights kriegen Sie dann auf jeden Fall noch im Laufe des Dienstagabends. Perdedei hier eben wieder am Ball gewesen, macht seine Aufgabe, wie ich finde, auf der doch etwas ungewohnten Position rechts hinten sehr gut. Kennt ihn eher so als Achter, zentraler Mittelfeldspieler. Barilla mal mit dem Versuch des Vorstoßes. Hat nicht den gewünschten Effekt gebracht. Christiansen, Dos Santos. Aber auch da wieder klasse zurückgearbeitet von Mendler. Martinovic. Jänicke passt auf. In den ersten Minuten haben beide Mannschaften so ein bisschen Probleme, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ein Foulspiel von Jänicke an Martinovic. Alles fair. Den Mannschaften fehlen natürlich in dieser Phase, Sie sehen es an den leeren Tribünen, die Zuschauereinnahmen, auch Catering, Sponsoreneinnahmen, alles etwas runtergefahren. In einem Interview diese Woche hat Markus Komp, der Geschäftsführer der Mannheimer, zum Beispiel gesagt, dass sie mit etwa 5 Millionen Euro weniger Umsatz in dieser Saison rechnen. Und wenn man dann bedenkt, dass der Gesamtumsatz vergangene Saison bei etwas unter 10 Millionen lag, dann ist das einfach eine Menge Holz. Aber es gab gestern auch eine sehr positive Nachricht für die Mannheimer. Haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Und sie haben eine fünfstellige Summe aus dem Financial Fair Play Fördertopf bekommen. Da werden Vereine honoriert, die ein positives Jahresergebnis erzielen konnten und die zudem eine gewisse Qualität in der Planung im Rahmen der Zulassung für die dritte Liga nachweisen konnten. Das ist also eine schöne Auszeichnung für einen Verein, vor allem in diesen Zeiten. Na klar, eine fünfstellige Summe wird nicht für die Komplettsanierung in diesen Zeiten reichen, aber ist doch trotzdem eine sehr schöne Auszeichnung. Während hier der Ball bei Boyamba landet und das Tor! 2-1 Mannheim! Und wieder ging es ganz schnell, wieder ging es über die Außenbahn. Und dann ist der Topstürmer des SV Waldhof Mannheim zur Stelle. So schnell konnte ich Ihnen gar nicht die Geschichte vom Financial Fair Play Preis erzählen. So schnell ist Mannheim da nach vorne gekommen. Erst mit dem ersten Versuch noch geblockt. Nach der Flanke von Hofrath, der neue Mann, zur zweiten Hälfte gekommen. Aber dann im zweiten Anlauf macht Boyamba die Hütte. Boyamba mit seinem 7. Saisontor. Klasse Quote im 12. Spiel. Der 24-Jährige, 1,72 groß, vor der Saison neu gekommen von der zweiten Mannschaft des BVB. Ich muss zugeben, den hatte ich vor der Saison gar nicht so auf dem Zettel, hat auch die ersten Spiele nicht von Anfang an gespielt, aber war da schon als Joker erfolgreich und hat sich seinen Platz in der Startelf redlich erkämpft. Seitdem wirklich mit hervorragenden Leistungen, sowohl offensiv als auch defensiv.
Und warum ihn Patrick Löckner immer wieder aufstellt, war hier zu sehen. Er ist einfach brandgefährlich, genauso wie sein Kompagnon vorne drin, genauso wie Dominik Martinovic. Und die beiden Stürmer haben heute wieder getroffen, das 1:1 in der ersten Hälfte Martinovic, das 2:1 Josef Bojamba. Absolut eingeschlagen, der Mann mit der Nummer 9. Hervorragende Entwicklung genommen im Team von Patrick Löckner. Natürlich hilft es da auch, wenn man das Vertrauen des Trainers bekommt. Und er zahlt es mit Leistung und bislang mit 7 Saisontoren zurück. Ja, Lukas Kwasniok. Bisschen verkehrte Welt für ihn. Wenn es jetzt hier den Freistoß gibt für sein Team. Aber seine Mannschaft war einfach die Spielbestimmende in der ersten Hälfte. Aktiver, den etwas klareren Plan gehabt. Ja, doch sehr rustikal reingegangen von Dos Santos. Für mich total vertretbar, hier einen Freistoß zu geben. Und es gibt auch die gelbe Karte gegen den zentralen Mittelfeldspieler des SV Waldhof Mannheim. Er ja auch einer aus, der in der VfB-Jugend ausgebildet wurde. Dann beim VfB 2 gespielt. Bislang erst 3-mal eingewechselt geworden in dieser Saison. Nur 13 Minuten gespielt gehabt bis zu diesem Spiel heute. Heute dabei von Beginn an ran und holt sich hier die gelbe Karte ab. Aber wir hatten es eben von Lukas Kwasniok. Er hatte einen, wie ich finde, sehr guten Plan für dieses Spiel. Gute Mischung gefunden aus offensivem Pressing. Auch mal abwarten. Natürlich können sie nicht alles wegverteidigen, was zu sehen war bei den schnellen Angriffen, beim schnellen Umschaltspiel, wenn Mannheim mal den Turbo gezündet hat. Aber jetzt steht es 2:1 für Mannheim. Und vom Spitzenreiter muss jetzt vor allem in der zweiten Hälfte noch mehr offensiv kommen. Wir haben es gerade noch mal gesehen in der Zeitlupe. Zweimal mit der Hacke den Ball weitergespielt. Dann die gefährliche Hereingabe von Hofrath, die Probleme in der Defensive bei Saarbrücken. Und dann steht ein Bojamba eben da, wo er stehen muss. Hier gerade noch mal zu sehen, Manuel Zeitz, das Herzstück im Team des ersten FC Saarbrücken. Kostli, Ferrati. Es häufen sich jetzt die Ungenauigkeiten im Spiel der Gäste. Müssen sich wahrscheinlich auch erstmal kurz schütteln. Nach dem Führungstreffer der Mannheimer. Die jetzt gut daran tun, sich nicht zu sehr hinten reinzustellen, weiterhin offensiv aufgestellt zu sein und nicht darauf zu hoffen, dass in den verbleibenden 35 Minuten Saarbrücken einfach so kein Tor schießt. Denn diese Saarbrücker Mannschaft ist immer gefährlich, ist auch so ein bisschen so eine Last-Minute-Mannschaft. Viele Tore in der Schlussphase, zum Beispiel vergangene Woche gegen Kaiserslautern, Maurice de Ville gegen seinen Ex-Club getroffen. Dürfen gespannt sein, ob De Ville auch gegen seinen zweiten Ex-Club, den er im Sommer verlassen hat, heute noch ran darf. Vorspiel von Urferro. Hofrath hat da noch Klärungsbedarf. Sagt, so kannst du doch meinem Mitspieler nicht in die Beine steigen.
gibt völlig zu Recht die gelbe Karte gegen Bonet Uaferro, 28 Jahre alt, 2019 von Fortuna Köln gekommen. Und ja, da steigt er ihm wirklich rüde auf den Fuß. Das ist schmerzhaft, aber zumindest positiv, dass Ferrati widersteht, auch nicht länger behandelt werden muss, sondern weiterspielen kann. Ändert nichts daran, dass die gelbe Karte aus meiner Sicht berechtigt ist. Ferrati fit genug, diesen Freistoß auszuführen. Hofrath. Ungenau der Ball und die Möglichkeit zum Konter. Szczepanowski. Aber auch der Ball zu ungenau auf den mitgelaufenen Müller. Vor allem im Spiel nach vorne fehlt Saarbrücken in dieser Phase. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel die nötige Präzision. Daran müssen sie arbeiten, um hier noch zu einem Punkt oder mehr zu kommen im Karl-Benz-Stadion zu Mannheim. Uaferro, Mäntler kommt aus dem Abseits, nicht schnell genug zurückbewegt. Auch diese Entscheidung korrekt. Kostli, einer der auffälligsten des ersten Durchgangs. Ferrati. Gut aufgepasst. Von Saarbrücken. Nächster Ball, den man etwas besser verarbeiten kann. Niklas Szczepanowski, der kann das, gar keine Frage. Aber gerade mit zwei Szenen in den vergangenen Minuten, aus denen man ein bisschen mehr hätte machen können. Er mit 6 Toren, genauso wie Sebastian Jakob. Top-Torschütze seines Teams. Gerrit Gulke. Großes Abwehrtalent, 21 Jahre, erst jung. Flanke etwas zu weit für Martinovic, aber da ist Gulke, Ball abgeprallt und da ist das 3:1 für Mannheim. Und wieder ist es Dominik Martinovic. Zweiter Treffer von ihm in dieser Partie. Zweiter Treffer für die Mannschaft von Patrick Löckner. Und er hier, Gerrit Gulke, hat das Ganze eingeleitet. Erstens mit seiner Spieleröffnung von hinten raus. Da gibt es noch den Spezialgruß mit Torschütze Martinovic. Hier haben wir es nochmal. Gerrit Gulke nimmt Kostli mit, geht dann selber mit in die Offensive. Die Kopfballabwehr von Barilla ist nicht optimal. Zeit kommt nicht richtig hin. Batz lässt den Ball nach vorne abprallen. Und Martinovic, wir hatten es schon, wie in der ersten Hälfte. Er steht einfach da, wo er stehen muss als Mittelstürmer. Und drückt den Ball über die Linie. Sorry für den Versprecher. 3:1, Dominik Martinovic. Doppelpack für Mannheim. Und die Aufgabe wird jetzt natürlich nicht leichter für den ersten FC Saarbrücken. Der Schuss von Gulke natürlich stramm. Und Daniel Batz im Tor hat natürlich die Qualität, so einen Ball auch festzuhalten. Er lässt den Ball unglücklich nach vorne abklatschen. Und dort steht dann eben Dominik Martinovic.
gute Abwehraktion von Marcel Segert gegen Schipnowski. Und ich kann Ihnen verraten, dass der bereits schon zweimal erwähnte Maurice Deville gleich in die Partie kommen wird auf Seiten der Gäste. Und es ist nicht nur Deville, der kommen wird. Es kommen direkt noch zwei andere Spieler in die Partie. Wenn ich das richtig sehe, Kians Froese und auch Tim Golley, die neu in die Partie kommen werden. Also Kwasniok reagiert, bringt drei Frische für die Offensive. Für neue Impulse, für neue Ideen im Offensivspiel. Denn die gab es zuletzt hier in der zweiten Hälfte bislang noch nicht auf Seiten der Saarbrücker. Von daher dieser Wechsel, dieser Dreierwechsel absolut nachzuvollziehen. Schauen wir mal, wer alles rausgeht. Schipnowski, wenn ich das richtig sehe, verlässt den Platz. Auch Uaferro geht raus und Mentler, der Torschütze, zum zwischenzeitlichen 0:1. Diese drei also raus und jetzt neu in der Partie der Ex-Mannheimer Maurice Deville, Kians Froese. Ganz spannende Geschichte. In Kuba geboren, in Kanada aufgewachsen. Und Tim Golley nun auch mit in der Partie. Hier haben wir Kians Froese. Marcel Segert, ein Glück für Mannheim, dass er heute spielen kann nach seiner Verletzung im Training. Er ein ganz wichtiger Faktor da hinten drin. Schon viele Situationen sehr gut geklärt in dieser Partie. Ferrati, Boyamba, Foulspiel von Mario Müller. Jawohl, Bein reingestellt. Auch das korrekt entschieden. Für mich das Schiedsrichtergespann heute absolut auf der Höhe. Sehr gute Leistung von Lukas Behnen, Daniel Fleddermann und Christopher Horn. Freistoß Ferrati. Kopfballmöglichkeit. Gohlke war da gefährlich mit dabei. Klar, er natürlich immer eine Waffe bei Standards mit seiner Körperlänge von 1,92 Meter. Da war, glaube ich, ein Mannheimer zu früh in den Strafraum gelaufen. Deshalb wird der Abstoß nochmal neu ausgeführt. Sverko. Froese. Zeitz, Barilla, wieder Zeitz. Mannheim steht jetzt wieder etwas defensiver. Klar, 3-1 Führung nach knapp 65 Minuten. Gibt keinen Grund, jetzt hier weiter allerhöchstes Risiko zu spielen. Aber in meinen Augen dürfen sie sich jetzt auch nicht 25 Minuten hinten einigeln und glauben, dass sie alles nur da hinten wegverteidigen können. Bis jetzt macht das aber einen sehr guten Eindruck auf Seiten der Mannheim. Da ist Deville zum ersten Mal in Aktion. Der Fernschuss etwas missraten. Er einer der drei Neuen. Tim Golley, neu in der Partie.
bislang noch ohne Torerfolg in dieser Saison. Aber zwei Vorlagen schon gegeben. Seit 2019 beim ersten FC Saarbrücken. Bei ihm geben sich manchmal so ein bisschen Genie und Wahnsinn die Klinke in die Hand. Golay aber auf jeden Fall mit Fähigkeiten, hier wichtige Akzente zu setzen bei der anvisierten Aufholjagd des ersten FC Saarbrücken. Ian's Froze, eben angesprochen, Vater Kanadier, Mutter Kubanerin, aufgewachsen in der Nähe von Winnipeg, läuft hier in die Schnittstelle, Ball etwas zu lang für Ian's Froze, hat bei den Vancouver Whitecaps gespielt, kam dann nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf und ist seit 2019 nun beim ersten FC Saarbrücken. Hier haben wir mal das Genie von Tim Golay gesehen. Wahnsinn, wie er da den Ball behauptet gegen zwei Gegenspieler. Klasse Technik, dann der Abschluss. Aber kein Problem für Jan-Christoph Bartels im Tor bei diesem Schuss, der nicht zu platziert war, von Kian Strauss. Schnell ausgeführt der Freistoß. Mannheim jetzt tief hinten drin. Aus der Dreierkette ist eine Fünferkette geworden. Mit Hofrath linksdefensiv und Kostli rechtsdefensiv. Und das zahlt sich aus. Hofrath vor Jenik am Ball. Aber es gibt die Ecke für die Gäste. Die fünfte in dieser Partie. Und auch die wird getreten von Fanol Perledai. Genau auf den Kopf von Jesper Verlaat. Kein Foul, zunächst gepfiffen gegen Boyamba. Dann entscheidet sich Lukas Behnen aber doch um. Ich glaube auch da einen leichten Zupfer gesehen zu haben. Ja, da hält er ihn am Arm fest. Stört Golay in der Laufbewegung. Richtig viel war es nicht. Aber Foul kann man da durchaus geben. Und der Gefaulte fühlt sich auch verantwortlich für den Freistoß. Schwaches Ding von Golay. Nächster Anlauf über Müller. Boyamba tief in der eigenen Hälfte. Gute Ballbehauptung. Ferrati. Entscheidend gestört von Perledai. Der auf der rechten Seite hier direkt wieder in Position läuft. In Sachen Laufleistung kann man beiden Teams beileibe keinen Vorwurf machen. Jakob geht zu Boden und kriegt das Foul. Korrekt entschieden. Gulke nah dran am Gegenspieler, verpasst aber knapp den Ball.
Und deshalb eine sehr, sehr ordentliche Freistoßposition für den ersten FC Saarbrücken. Da stehen einige Kandidaten bereit. Müller, Perdedei, auch Golay. Ist das die Initialzündung für die Gäste, für den Spitzenreiter? Aktuell noch punktgleich 25 Punkte mit Dynamo Dresden. Tim Golay macht's, aber er macht's schlecht. Überhaupt keine Gefahr. Nächster Anlauf. Und nächster Freistoß. Da muss Mannheim in der Schlussphase aufpassen, dass sie nicht zu viele Standardsituationen rund um den Strafraum zulassen. Auch hier völlig korrekt entschieden. Verlat läuft da in die Beine von Müller. Aber mit jeder Freistoßsituation so nah am Strafraum steigt natürlich auch das Risiko für die Mannheimer, hier Saarbrücken zum Anschlusstreffer kommen zu lassen. Bis jetzt haben sie in der zweiten Hälfte das alles sehr gut wegverteidigt. Jetzt also der neue Versuch über Perdedei. Der Standardbeauftragte im Team von Lukas Kwasniok, aber wieder ist Verlat zur Stelle. Zum wiederholten Mal bereinigt er die Situation mit dem Kopf. Bojamba hilft hinten aus und der Ballgewinn. Arianet Ferrati hat sich, glaube ich, kurz überlegt, ob er es versuchen soll aus der Distanz. Hat gesehen, dass Daniel Batz da etwas weit vor seinem Kasten stand, aber aus dem Lauf und vor allem 5 Meter hinter der Mittellinie hat sich dann, glaube ich, richtig entschieden, das nicht zu probieren. Und Saarbrücken muss jetzt früh drauf gehen, wenn Saarbrücken hier noch was mitnehmen. Kein Foulspiel. Bojamba versucht da relativ einfach einen Freistoß zu schinden. Und dann missglückt auch noch das Zuspiel auf Dominik Martinovic, den zweifachen Torschützen. Froze. Hier ist er wieder am Ball. Saarbrücken zuletzt mit 3 Unentschieden. Abseits von Deville. Saarbrücken zuletzt mit 3 Unentschieden. Und vor allem, und das ist die noch bessere Statistik, seit 6 Spielen ungeschlagen. 3 Remis, davor 3 Siege. Diese Serie könnte heute zu Ende. Bei Mannheim bereitet sich Onur Ünlüçifci auf seine Einwechslung vor. Wird also nach Hofrath zur Pause bzw. zur zweiten Hälfte dann also auch den zweiten Wechsel geben auf Seiten der Mannheimer. Raus geht Benedikt dos Santos. Viel gearbeitet, sehr viele Zweikämpfe geführt, ist aber auch gelb vorbelastet. Von daher vielleicht auch eine kleine Vorsichtsmaßnahme, ihn da rauszunehmen, ihn nicht noch in viel mehr Zweikämpfe zu schicken und da eventuell einen Platzverweis zu riskieren. Für ihn also jetzt Onur Ünlüçifci neu in der Partie. Er
ja auch ein Neuzugang, kam genauso wie Martinovic von der SG Sonnenhof Großasbach. Also an der Fitness sollte es nicht liegen im Team des ersten FC Saarbrücken. Jetzt haben sie schon die komplette Spielzeit bewiesen, dass sie 90 Minuten marschieren können. Aber so die richtig zündende Idee, die fehlt mir aktuell. Eine Viertelstunde vor dem Ende so ein bisschen im Offensivspiel. Aber vielleicht belehren sie mich auch eines Besseren. Gab viele Freistöße, aber nichts so richtig Zwingendes. Martinovic muss warten, bis jemand mitkommt. Da ist jetzt der neue Mann, Onur Ünlücivci. Sehr guter Dribbler. Das 1 gegen 1 ist genau sein Ding. Hier entscheidet er sich aber für die Sicherheitsvariante, den Ball hinten rum zu spielen, den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen zu lassen. Das bringt ja auch Zeit. Knappe 13 Minuten noch offiziell. Ball direkt zurückerobert von Hofrath. Ja, und da zahlt sich mal das Pressing aus. Fehlpass von Fellat direkt in die Beine von Zeitz. Froes, Golay, Perdedai. Ball rutscht hinten durch und bleibt zunächst mal in den Reihen der Saarbrücker. Komm, sage ich's. Zunächst mal, De Ville verliert den Ball da im Zweikampf. Ünlücivci, das sind die angesprochenen Dribbler-Qualitäten von ihm. Dann aber dieser Fehlpass, Perdedai. Aber auch hier wieder super antizipiert von Seger, der mitgeht. Arianit Ferrati wartet vielleicht einen Tick zu lange. Josef Boyamba nicht im Abseits. Und dann klären es Sverko und Barilla im Tandem. Mannheim steht in dieser Phase sehr sicher hinten. Aber ich hatte es eben schon angesprochen, die Freistoßsituationen rund um den 16er, die sollten sie möglichst minimieren. De Ville im Abseits. Und fasst er sich da auch hinten an den linken Oberschenkel? Es wirkt so ein bisschen so. Das wäre natürlich eine extrem bittere Rückkehr für Maurice De Ville nach Mannheim. Insgesamt 96 Spiele für die Mannheimer bestritten. Letzte Saison 29 Einsätze, 4 Tore gemacht, 5 Assists gegeben. Unter anderem eines der schönsten Tore der vergangenen Saison gemacht. Können Sie gerne auch mal nachschauen. Haben wir auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport die schönsten 5 Mannheimer Tore der vergangenen Saison. Und so, wie es aussieht, ist seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte schon nach kurzer Zeit beendet. Das Laufduell gegen Gerrit Gohlke. Und er merkt es, da zieht es ihm hinten rein. In den Oberschenkel. Das sieht überhaupt nicht gut aus, muss jetzt auch behandelt werden. Kann mir kaum vorstellen, dass De Ville
in diese Partie noch einmal zurückkehren wird. Richtig schade für den Jungen. War wirklich gut drauf. Hatte zu Anfang der Saison so ein bisschen Probleme, sich in der Mannschaft zurechtzufinden. Gab dann mal eine Aussprache mit Trainer Lukas Kwasniok und kam danach immer besser in Fahrt. Hat seine Tore gemacht. 3 Buden bislang in dieser Saison. Und jetzt wird er vermutlich durch eine Verletzung ausgebremst. Und das auch noch in dem Stadion, in dem er vergangene Saison noch gespielt hat. Das Bittere aus Sicht der Saarbrücker ist, sie haben schon dreimal gewechselt. Kostli, Ball sehr, sehr gut durchgespielt auf Josef Boyamba. Daniel Bartz bleibt lange stehen, reißt dann die Arme hoch. Gutes Stellungsspiel des Keepers, nicht spekuliert, nicht frühzeitig runtergegangen, aber auch nicht optimal platziert, dieser Schuss von Boyamba bei dieser wirklich guten Möglichkeit, hier wirklich endgültig alles klar zu machen. 3-1 ist zwar komfortabel, aber 4-1, dann hätte ich mich festgelegt, wäre das Ding hier durch gewesen. Reichlich unnötige Aktion da von Christiansen gegen Golay. Ball war weg und dann noch mal hinten reingegangen. Aber Vorteil, weiterspielen, sagt Schiedsrichter Behnen. Froze. Aber auch hier der letzte Pass zu ungenau. Mannheim bekommt immer wieder ein Bein dazwischen. Und somit gibt es, obwohl Saarbrücken hier deutlich mehr Ballbesitz hat, obwohl Saarbrücken die Mannheimer hinten in der eigenen Hälfte festnagelt, kaum richtig zwingende Torchancen. Kann mich an keine große Parade erinnern von Jan-Christoph Bartels in der zweiten Hälfte, dass er mal richtig zu was gezwungen wurde. Und es gibt natürlich immer wieder Kontermöglichkeiten für den SV Waldhof. Versuch der scharfen Hereingabe von Hofrath auf Martinovic. Aber Batz hat aufgepasst. Hier nochmal zu sehen, es gibt jetzt den Verband für Maurice de Ville, ob er es vielleicht doch noch versuchen will. Klar, 1-3 und in Unterzahl ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und die Situation nicht abgepfiffen, das 4-1. Alle haben mit dem Abseitspfiff gerechnet. Der kam aber nicht, weil Kostli den Ball erst an Martinovic durchrollen lässt. Martinovic hinterläuft, bedient Kostli. Und jetzt steht es 4-1 und damit ist die Geschichte hier durch. Waldhof Mannheim überzeugt mal wieder offensiv. Unheimlich effizient. Haben viel aus ihren Torchancen gemacht. Und jetzt trifft auch noch Marcel Kostli, einer der Besten, wie ich finde, in der heutigen Partie. Hier nochmal das Zuspiel von Ferrati. Roch ein bisschen nach Abseits bei Kostli. Der geht aber nicht zum Ball, sondern lässt durch für Martinovic. Deshalb alles korrekt. Hier sehen wir es. Kostli bleibt weg. Martinovic legt zurück. Batz kann nicht mehr reagieren. Und so macht Kostli sein Tor. Dritte Saisontreffer für ihn. Mittlerweile Boyamba ausgewechselt. Und für ihn der ehemalige Saarbrücker Gilian Jurcher in der Partie. Jurcher, ja, nicht so ganz im Guten gegangen. Hat seinen Wechsel forciert. Und bei seinem Abgang aus Saarbrücken nicht nur Freunde hinterlassen. Er schlägt jetzt aber sportlich ein neues Kapitel auf.
Gilian Jurcher mit seinem 6. Saisoneinsatz für Mannheim. Zum 6. Mal wird er eingewechselt. Schlampig gemacht. Kein Foulspiel. Sebastian Jakob und Müller. Onur Ünlüçevci zurückgeeilt und bekommt da seine Füße noch dazwischen. Das war aus dem Nichts nochmal die Möglichkeit nach diesem Katastrophenpass von Verlat. So kann man doch einen Ball nicht durch den eigenen 16er spielen. Dann bekommt Bartels irgendwie noch die Fußspitze dran, sodass Jakob den Ball nicht kontrollieren kann. Und dann beim Schuss von Müller ist es Onur Ünlüçevci, der Eingewechselte, der hier das 2:4 verhindert. Ja, mal der Versuch ist direkt zu machen. Von Golay. Er hat immer mal eine Idee. Aber seine Ideen heute nach seiner Einwechslung sind noch nicht von Erfolg gekrönt. Und für Sie, liebe Zuschauer, auch noch mal die Info. Maurice de Ville wird nicht zurück in die Partie kehren. Ich glaube, das ist bei den Symptomen, die da bei ihm zu sehen waren, auch die richtige Entscheidung. Und zumal es jetzt 1:4 steht aus Sicht des ersten FC Saarbrücken, wäre es, glaube ich, auch nicht ratsam, einen Spieler mit einer Verletzung oder zumindest einer mit Schmerzen im Oberschenkel hier noch mal reinzuwerfen. 3 Minuten vor dem Spielende. 4:1 also ein echtes Ausrufezeichen des SV Waldhof Mannheim, die ihre Serie damit fortsetzen. Während hier Martinovic noch mal deftig einen abkriegt. Ziemliches Frustfoul von Tim Golay. Ball war schon eine Sekunde weg und dann nochmal zugelangt. Muss absolut nicht sein. Und um bei der Serie von Waldhof Mannheim zu bleiben. Sie waren seit 4 Spielen ungeschlagen. 2 Siege, 2 Remis. Diese Serie bauen sie aus. Jetzt also 5 Spiele, die sie nicht verloren haben. Sind mittlerweile richtig gut in der Saison angekommen. Haben auch zu Beginn der Saison tolle Spiele abgeliefert. Ich erinnere da an die Spiele gegen Viktoria Köln oder bei Dynamo Dresden. Beide endeten mit einem Unentschieden. Die Unentschieden, das ist das Problem der Mannheimer. 6 Stück gab es schon. Aber so langsam arbeiten sie sich hoch in der Tabelle und gewinnen hier, wie ich finde, nach dieser zweiten Hälfte auch verdient. Vielleicht ein Tor zu hoch. Da Saarbrücken vor allem in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel gemacht hat. In der zweiten Hälfte viel Ballbesitz, aber eben wenig Zwingendes vom Spitzenreiter. Mannheim hat seine Schnelligkeit, sein Umschaltspiel und seine Kaltschnäuzigkeit perfekt hier heute auf den Platz gebracht. Durch die Tore von Martinovic doppelt, Boyamba und dem sehr, sehr starken Marcel Kostli. Und ich darf Sie an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir auch nächste Woche Samstag für Sie da sind. Live-Fußball im SWR-Fernsehen, im Stream und auch auf YouTube. Das Auswärtsspiel der Mannheimer bei 1860 München. Wir hoffen sehr, dass es nicht unter der Woche Corona-bedingt neue Informationen gibt, sondern gehen davon aus, dass das Spiel stattfinden kann. Hier nochmal der lange Ball auf Martinovic. Also nächste Woche 14 Uhr schon mal in den Kalender eintragen. Live-Fußball im SWR Waldhof Mannheim. Und nach dieser Leistung heute und nach diesem Sieg fahren Sie mit Sicherheit mit großem Selbstbewusstsein dann nach München zu den 60ern. Und auch dort können wir mit einem sehr, sehr spannenden, sehr offensivfreudigen Spiel rechnen. 60 auch eine der offensivstärksten Mannschaften der Liga. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Nochmal Tim Golay. Und nochmal der Ballgewinn von Dominik Martinovic. Versucht's nochmal. 5:1 wäre dann wirklich des Guten zu viel gewesen. Er aber mit Sicherheit der Mann des Spiels heute. Mit seinen 2 Toren. Er wird einfach immer wichtiger für das Team von Patrick Löckner. Und wir wollen jetzt auch nicht in irgendeiner Art und Weise irgendeine Negativität reinbringen, was den
ersten FC Saarbrücken angeht. Sie spielen immer noch eine fantastische Saison. Und dass es irgendwann innerhalb der Saison auch mal solche Niederlagen geben wird, gerade als Aufsteiger, das ist doch völlig klar. Und nach der ersten Hälfte hätte das auch nicht zwingend sein müssen. Aber sie haben sich dann eben von der Kaltschnäuzigkeit und vor allem von den Kontern der Waldhöfer überraschen lassen, überrumpeln lassen. Dazu auch hinten mit zwei, drei unglücklichen Situationen. Ich denke da an die ungewollte Vorlage von Zeitz vor dem 1-1, an den Abpraller von Batz, den Martinovic dann nutzte. Es werden auch wieder bessere Tage kommen. Die Mannschaft hat Qualität. Die Mannschaft war sehr gut drauf und sie wird auch wieder zu ihrer Form zurückfinden. Da bin ich mir sehr sicher. Highlights dieser Partie gibt es dann übrigens später im SWR Sport Fußball, 17.30 Uhr. Können Sie sich die Tore gerne nochmal anschauen. Dazu auch weitere Partien aus der dritten Liga. Während diese Partie hier beendet ist, Schlusspfiff des Schiedsrichters Patrick Löckner und der SV Waldhof Mannheim gewinnen mit 4:1 gegen den Spitzenreiter, gegen den ersten FC Saarbrücken. Er hier hat zwei Tore gemacht, Dominik Martinovic. Richtig gute Leistung von ihm. Die erste Hälfte, da hatte Saarbrücken das Pendel eher auf seiner Seite, etwas mehr spielerisches Übergewicht. Zweite Hälfte zwar viel Ballbesitz, dabei ist aber nicht sehr viel rumgekommen. Kaum zwingende Torchancen, vielleicht auch ein bisschen platt, haben einfach wahnsinnig viel investiert in den vergangenen Wochen. Dadurch natürlich auch diese Erfolgsserie zustande gekommen. Aber hier und heute nehmen die Mannheimer 3 Punkte mit, beziehungsweise behalten sie zu Hause hier in Mannheim. Nächste Woche geht es dann zu 1860 München. Dort wollen sie natürlich diese Serie von ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Klar, strahlende Gesichter. Lukas Kwasniok, jetzt heißt es Wunden lecken, abhaken und weitermachen. Wir machen weiter im Studio mit Lennart Brinkhoff und Ramon Germann. Genau, der Trainer der Stuttgarter Kickers, Ramon Germann, ist bei uns. Ramon Germann, für die Zuschauer, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, Sie kannten beide, kennen beide Trainer gut. Warum hat sich die Glöckner-Mannschaft gegen die Kwasniok-Mannschaft durchgesetzt? Ich sage, das 2-1 fällt natürlich zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt. Wobei natürlich auch bitter ist für Saarbrücken. Also die ersten 3 Tore waren jeweils individuelle Fehler, die sie im eigenen 16er machen. Das sollte man möglichst auch vermeiden. Aber Mannheim hat es sehr, sehr gut ausgenutzt. Und das 2-1 kommt natürlich dann der Spielweise des Waldhof entgegen, weil sie im Tiefverteidigen doch und im Umschaltfußball sehr, sehr gut sind. Und sie haben im Zentrum die Zweikämpfe gewonnen und haben immer wieder auch gefährliche Umschaltaktionen kreiert und die dann auch gut ausgenutzt. Wir wollen uns die Tore gleich noch in Ruhe anschauen. Erstmal haben wir die Möglichkeit, einen der Torschützen, nämlich Josef Bojamba, zu hören. Am Mikrofon bei Lea Wagner in Mannheim. Ganz genau so ist es. Bojamba trifft die Saison, wie er will, kann man schon fast sagen. Der 7. Saisontreffer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg natürlich, Josef Bojamba. Warum läuft es gerade so gut? Was sind die Gründe für den Mannheimer Erfolg? Ja, wir arbeiten in der Woche immer sehr akribisch, also wir geben Gas. Natürlich mit der letzten Woche, wo das Spiel ausgefallen ist, haben wir natürlich erstmal nicht so eine gute Laune gehabt nach gefühlt 8-9 Stunden Busfahrt. Aber wie im Spiel zuvor, wo das Spiel mal abgesagt wurde, haben wir die Energie gut umgemünzt und uns heute wieder belohnt. Wobei die lange Busfahrt scheint Ihnen ja, wie man heute gesehen hat, nicht geschadet zu haben. Was machen Sie jetzt? Nochmal 10 Runden und Block fahren mit dem Bus oder was ist das Erfolgsrezept? Ja, Erfolgsrezept. Nach Hause regenerieren, Köpfe freikriegen. Die Saison sind viele Spiele hintereinander. Meppen wartet schon, Nachholspiel. Dann wollen wir natürlich nachlegen und uns tabellarisch weiter nach oben pushen. Unser Experte im Studio hat es angesprochen, individuelle Fehler in der Abwehr von Saarbrücken. Mannheim ist extrem schnell im Umschalten und hat eben genau diese individuellen Fehler sofort genutzt. Inwiefern ist der Matchplan heute auch von Ihrem Trainer perfekt aufgegangen? Sehr gut sogar. Also wir wussten, dass Saarbrücken eine spielstarke Mannschaft hat. Dass die schon eingespielt sind aus der Regionalligasaison und natürlich nur punktuell ein paar Spieler dazu gewonnen haben. Wir haben uns einfach heute dafür entschieden, ein bisschen tiefer zu stehen mit den offensiven Drei, mit Ferrati, Martinovic und mit mir. Ein bisschen abzuwarten und natürlich auf die Ballgewinne zu gehen. Und natürlich dann mit unseren schnellen Außen, mit Kostli noch, Anton Donko in der ersten Halbzeit natürlich dann schnell nach vorne umzuschalten. Und das ist uns dann geglückt. Und ja, darüber sind wir froh.
Mannheim war vergangene Saison der Überraschungsaufsteiger. Diese Saison war es lange Zeit Saarbrücken. Im Sommer gab es einige neue Spieler, aber die Truppe scheint sich extrem gut gefunden zu haben. Was ist in der Saison noch so drin für Mannheim? Ja, wir wollen auf jeden Fall auf dem Boden bleiben. Wir wissen, dass letztes Jahr die Mannschaft eine überragende Runde gespielt hat, auch als Aufsteiger. Ja, aber wir wollen natürlich jetzt mit den neuen Spielern natürlich zeigen, dass wir, wenn nicht genau so gut spielen können, wenn nicht auch vielleicht oben angreifen können, aber dafür muss man auf jeden Fall erstmal auf dem Boden bleiben. Wir wissen, dass wir eine neu formierte Mannschaft haben, dafür läuft es ganz gut. Wir wollen uns auch gar nicht von den Medien irgendwie pushen lassen, wir machen unser eigenes Ding und dann wird man am Ende sehen. Vielen Dank, mit Blick auf die Uhr, Dankeschön, alles Gute und zurück ins Studio zu Lennart Brinkhardt. Also, dann wollen wir ihn nicht zu viel pushen, wie er sagt, den Josef Bouyamba. Aber wir gucken uns trotzdem sein Tor an. Das 2:1, das er erzielt hat. Josef Bouyamba, der zu den wenigen mutigen Menschen gehört, der bei Schalke und Dortmund schon in seinem Leben gespielt hat. Ramon Germann vielleicht noch mal zum Treffer auch. Zu dem, ja, unglücklich, dass der Spieler einfach, dass ihm der Ball verspringt. Und dann, dann machen sie es einfach gut. Wie gesagt, er nutzt es dann aus, den Fehler, und schießt den Ball ins Tor. Aber aus Saarbrücker Sicht natürlich besonders bitter. Und dieses Tor war aus meiner Sicht eben die entscheidende oder die spielentscheidende Szene, weil danach hat der Waldhof dann noch mehr auf Konter spielen können und noch tiefer verteidigen können. Und Saarbrücken hat sich damit extrem schwer getan dann in der Folgezeit. 7. Saisontor auch schon für einen Spieler, der eben aus einer Liga drunter gekommen ist. Der Sprung ist gelungen. Wir gucken auf den Mann, Dominik Martinovic, der an der Schule Schüler war, wo Sie Lehrer waren. Heute hat er uns den Gefallen getan. Wenn dann der ehemalige Lehrer seiner Schule da ist, dann trifft er gleich doppelt. Die Szene in der 59. Ja, in diesem Fall eben der Torwart, der den Ball nach vorne abklatschen lässt. Und dann steht Domi da, wo ein Stürmer eben stehen muss, und macht sein zweites Tor. Und wie gesagt, ich freue mich für ihn. Ich freue mich für Waldhof, dass sie so eine gute Runde spielen. Ja, und auch vorne das, was Bouyamba eben selber sagt, Kostli, Bouyamba, Martinovic, irgendwie eine erfrischende Truppe da vorne. Ja, und die beiden Außenspieler mit wahnsinnig Tempo, das ist eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Und zusammen gerade schon aufs 4-1, können gern weiter. Und auf jeden Fall eine Mannschaft, die ganz vorne mitspielen kann. Ja, auch hier Martinovic, clever, ja, zieht sich zurück. Das ist natürlich jetzt für Saarbrücken auch wieder bitter. Man sieht, die schalten ab, weil sie denken abseits. Der Spieler geht aber nicht zum Ball. Und wieder von Mannheim sehr, sehr gut ausgenutzt. Also Domme nimmt den Ball und legt ihn dann auf. Sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, unglückliche Situation. Es gibt wahrscheinlich viel zu besprechen bei Saarbrücken. Wenn Sie Patrick Löckner jetzt kurz anrufen könnten, was würden Sie in einem kurzen Fazit zu seinem Spiel heute sagen? Ich würde ihm gratulieren. Der Spieler hat es ja auch selber gesagt. Der Plan ist aufgegangen mit dem tiefen Verteidigen, mit immer wieder schnell über Außen spielen. Und ich würde ihn auch zu seinen Spielern gratulieren, die heute einen sehr guten Job gemacht haben. Ramon Germann, vielen Dank für den ersten Besuch hier bei uns. Ich wünsche Ihnen für die Stuttgarter Kickers alles Gute, dass es wieder losgeht bald und dass Sie den Aufstieg dann vielleicht doch in die Regionalliga schaffen und die Zeit bekommen, da was aufzubauen. Vielen Dank für den Besuch. Danke. Für Sie, liebe Zuschauer, gibt es die Möglichkeit, die Zusammenfassung dieser Spiele, auch die Spiele vom 1. FC Kaiserslautern, das Ganze nachher anzuschauen um 17:30 in der Sendung SWR Sport. Und für die Zuschauer aus dem Saarland gibt es die SR Sport Arena. Da gibt es dann auch noch mal die Stimmen und die Ergebnisse von den Spielen, beziehungsweise natürlich auch noch mal die Zusammenfassung, die ausführliche von dem Spiel heute. Waldhof Mannheim schlägt den Tabellenführer, den 1. FC Saarbrücken. Das war's für den Moment mal vom SWR Sport und wir sehen uns dann vielleicht gleich noch mal. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao.